Das Flüstern im Aufzug. Ereilt der Tod, was sich gewahr seiner Existenz glaubte, leidet nicht mehr als das Wenige, was es bieten durfte. Abdul Al-Hazret. Über die Schwester meines Stiefvaters war in der Familie nicht mehr bekannt, als dass sie in der Psychiatrie untergebracht war. Niemand fragte nach ihr, was ich als Familienmitglied, wenn auch als Fernes, für unverantwortlich erachtete. Aus diesem Grund begann ich sie im Sommer dieses Jahres regelmäßig zu besuchen. Erst plante ich einmal im Monat nach ihr zu sehen, doch war mir die 74 Jahre alte, schweigsame Dame in ihrer viktorianischen Eleganz gleich von Beginn an derart sympathisch, dass ich wöchentlich vorbeischaute und in der Cafeteria der Anstalt bei einer Tasse Tee eine halbe Stunde mit ihr verbrachte. Als mir in unseren Gesprächen klar wurde, dass sie, als sie sich in meinem Alter befand, geistig noch bei voller Gesundheit war und ihr tragischer Zustand sich auf ein einziges zerrüttendes Ereignis zurückführen ließ, spürte ich ein besonderes, generationenübergreifendes Band zwischen uns und begann sie den Sommer über fast täglich zu besuchen. Ich hatte die Hoffnung, ihr bei der Verarbeitung des mir damals noch unbekannten Schreckens eine Hilfe sein zu können. Auch wenn es, wie sie mir in ihrer wortkargen, doch überraschend scharfsinnigen Art verriet, bereits 46 Jahre zurücklag. Da sie mir bezüglich ihres Traumas stets nicht mehr als ein oder zwei zusammenhangslos scheinende Sätze offenbaren konnte, bevor sie mit glasigen Augen in Lethargie verfiel, begann ich, um mir selbst ein Bild der Ereignisse machen zu können, über diese Buch zu führen. Meine Bemühungen sollten sich jedoch als erfolglos erweisen, denn meine Stieftante verstarb 3 Monate, nachdem ich sie das erste Mal traf. Ich verbleibe in der Hoffnung, ihr auf ihre letzten Tage noch eine angenehme Gesellschaft gewesen zu sein. Bei ihrer Beerdigung war neben mir nur der Imam und mein Stiefvater, den ich dazu überreden musste, anwesend. Ich gebe zu, dass mich nach ihrem Tod auch Schuldgefühle einholten. Der Gedanke, ihr zu viel Stress bereitet zu haben, verfolgte mich, weshalb ich jetzt zeitnah begonnen habe, ihre Aussagen zu strukturieren, bevor mir selbst die Erinnerungen an nicht festgehaltene Details entfallen mochten und ich als einzige Trägerin des Erbes ihrer Geschichte mich mit einer konkreten Schuld belade. Eine Geschichte, die, entsprechend den Einzelheiten, welche ich nun zu einem Gesamtbild vervollständigen konnte, ihren traurigen Tiefpunkt im Jahre 1979 im Hotel Tunis fand. Meine Stieftante war damals eine der wenigen weiblichen Zeitungsreporter und wurde gerade für einen Bericht über die finanziellen Beziehungen der libyschen Elite zu einer linksradikalen Organisation in Südtunesien für einen Journalistenpreis der UN nominiert. Sie erhielt sogar Einladungen zu Symposien in Dänemark und Kanada und blickte einer blühenden Karriere entgegen. Es muss im Herbst 79 gewesen sein, als sie sich zu einem Treffen mit einem Informanten aus dem inneren Zirkel des Staatspräsidenten zur Erlangung von Informationen über Wahlbetrug in den Aufzug des 24 Stockwerke hohen Hotels begab. Sie beschrieb mehrmals, dass die kleine Kabine beim Eintritt wippte und somit den Eindruck vermittelte, im weiten Schacht frei am Stahlseil zu hängen. Obwohl der Aufzug die Ausmaße eines Paternosters hatte und somit nur einer Person, vielleicht aber noch einer weiteren, Platz bot, stiegen 2 Männer hinter ihr dazu. Bei jedem Schritt flackerte die Beleuchtung, als ob die Stromversorgung durch die geringste Erschütterung zu versagen drohte. Sie drückte auf die 17 und die anderen beiden auf 2 und 4. Alle standen sie nun mehr als nah beisammen. Als die Türen sich schlossen, musste sie ein Gefühl der Unsicherheit überkommen haben, welche, nachdem der erste Ausstieg, sich sicherlich ins Extreme gesteigert hatte. Sie ruhte ihren Blick, mangels eines neutralen Punktes in dieser eng beieinander stehenden Lage, auf dem Notausschalter, aus Angst,
Der Fremde könnte diesen betätigen und sie beide festsetzen. Dem Mann schien der Stress meiner Tante nicht entgangen zu sein, denn sie beschrieb mir, dass er sie anstarrte. Er musste eine Art Hautkrankheit gehabt haben, denn sein Hals war derart faltig, dass das Gewebe in mehreren Stufen Lappen darauf bildete. Seinen penetranten Schweißgeruch definierte sie als eine Mischung aus starken Gewürzen und fauligem Fisch, den man in diesem engen Raum selbst durch das Anhalten des Atems nicht daran hindern konnte, sich seinen Weg in die Nasenhöhlen zu bahnen. Kurz bevor er ausstieg, schloss er seine unnatürlich weit hervorstehenden Augen und flüsterte einige Verse einer uralt wirkenden, aus der Kehle gedrückten Sprache. Bei unserem letzten Treffen in der Cafeteria, als meine Stieftante wieder in einer Phase der Apathie steckte, bewegte sie ihre Lippen. Doch war ich bei dem Klimpern des Geschirrs aus der Waschküche nicht in der Lage, etwas zu hören. Ich wusste aber, was sie rezitierte, denn sie deutete mir mehrmals, und nicht nur im Zusammenhang mit diesem Mann, die Existenz eines leise gesprochenen Banns an. So stand ich von meinem Stuhl auf und beugte mich rasch über den Tisch zu ihr herüber. Merken konnte ich mir nur die Formeln Fethro, Yochsototh und Mracha. Der Aufzug erreichte den vierten Stock und der Mann trat endlich heraus. Sie atmete tief durch und wartete darauf, dass sich die Aufzugstür wieder schloss. Doch zu ihrer Verwunderung leuchtete die 17 auf der Schalltafel nicht mehr. Und der Aufzug schien sich entsprechend nicht in Bewegung zu setzen. Sie spielte mit dem Gedanken, vom vierten Stockwerk, auf dem sie sich befand, für die restlichen 13 Etagen auf die Treppe auszuweichen, drückte dann aber erneut die 17. Die Türen schlossen sich und der Aufzug fuhr seinen Aufstieg mit einem heftigen Ruck fort. Die leisen Worte des Mannes müssen sie derart eingeschüchtert haben, dass sie ihr immer und immer wieder erklang. Sie schienen von den Aufzugswänden her zu rühren und steigerten sich wie im Echo zu einer murmelnden, mehrstimmigen Kakophonie. Meine Stieftante presste ihre Hände auf ihre Ohren und schaute nach oben. Der Zeiger über der Tür bewegte sich von der 9 auf die 10, als sie eine Berührung hinter sich spürte. Sie drehte sich um und sah, wie die Rückwand des Aufzugs sich in ihre Richtung wölbte und sich auf dem verzerrten, brokatüberzogenen Blech eine kosmische Schwärze spiegelte. Sie schrie in Terror und wurde durch die einem Atmen gleichenden Pulse der Wände, welche in dem Innenraum kaum mehr Platz boten, mit dem Rücken gegen die Tür gepresst. Ihr Blick verlor sich bereits in dem Nichts aus glänzender Schwärze, und sie versuchte, sich zu retten, indem sie mit ihrer Hand über die Schalltafel fuhr, während das Flüstern aus den Wänden zu einem sardonischen Chor sterbender Stimmen anwuchs, das von schrillen Pfeifen grässlicher Blasinstrumente begleitet wurde. Sich in die Nicht-Existenz verlierende Leben näherten sich aus der wabernden Dunkelheit, welche weder war noch nicht war. Am Rande des Horizonts befand sich ein König, der seinen wahren Namen verbat und den ihm folgenden und wie Schaum zerplatzenden Heerscharen keine Beachtung schenkte. Meine Stieftante erkannte den verborgenen Wert dieses flüsternden Chors der Ignoranz und gelobte, ihn zu begleiten, wenn ihre Zeit gekommen war. Sie erklärte mir, dass sich ihr Verstand in jener Nacht einer abstrakten Wahrheit öffnete und sich gleichermaßen jenen widersprüchlichen Illusionen verschloss, die wir anderen als so intuitiv erachteten. Ihr Geist versank und erkannte, wo sie war, wann sie war, mitten ja an diesem Ort. Der Aufzug erreichte das 17. Stockwerk, doch die Aufzugstür öffnete sich nicht. Wie wild und in panischem Geschrei, ob der kaum mehr zu ertragenden Eindrücke, rüttelte sie in einem Anfall von Wahnsinn an ihr. Sie öffnete sich schließlich und meine Stieftante fiel heraus, landete auf dem persischen Teppichläufer des Hotelkorridors. Sie blickte in den nun wieder ordinären Aufzug zurück und erkannte seither in ihrem Leben keinen anderen Wert, als auf jeden Tag zu warten, an dem sie zu einem Teil der beschwichtigenden Legionen eines namenlosen Grauens abberufen wurde.